Lange Zeit war Holsteinkiew der Fußballkarte eher unbekannt. Nur Insider der Szene kannten den Verein, da die Erfolge schon länger zurücklagen und man nun in der vierten Liga spielte. Das Besondere an Holstein-Kiel ist, glaube ich, die ganze Entwicklung. Also ich glaube, als ich herkam, hatte Kiel nicht das beste Image. Haben es dann aber geschafft durch Pokalspiele, durch super Saison, durch einen Nicht-Aufstieg von der dritten in die zweite Liga, glaube ich, das Image so zu wandeln, dass doch Kiel in der Stadt ein größeres Ansehen, einen Imagewandel erlebt hat. Und ich glaube, dass Kiel eher so der kleine Underdog ist, der sich gegen Große durchgesetzt hat. Das macht halt Kiel irgendwo aus und man fiebert deswegen, glaube ich, auch mit Kiel enorm mit. Also ich glaube, Holstein Kiel zeichnet aus, dass sie weltoffen sind, dass sie teamorientiert sind und dass die Fans auch nie aufgeben, die Mannschaft anzufeuern, auch wenn es mal das ein oder andere Spiel in Hosen geht. Und was ich ganz geil finde, ist der Zusammenhalt. Also du siehst, wie die Spieler untereinander, miteinander umgehen. Ja, die sind wie, finde ich, Brüder. Und das finde ich auch mega geil. Ja, das Besondere an Holstein Kiel, ja, erstmal, dass man, wenn man das so lange gemacht hat wie ich, so viele Höhen jetzt weniger, so viele Tiefen durchlaufen hat, dass man sich über die Höhen besonders freut. Und dass es hier noch schön oldschool ist, noch nicht so gelackt, wie es in den meisten anderen Städten der Fall ist. Das birgt natürlich wirtschaftliche Risiken, die es natürlich irgendwann gilt aufzuholen im Vergleich zur Konkurrenz, hat aber einen totalen Charme. Ex-Trainer Carsten Neitz hat mal gesagt, das riecht hier nach Bratwurst und Bier. Und das ist die richtige Fußballatmosphäre, dem könnte ich mich auch so anschließen. An Holstein Kiel ist für mich besonders, dass es ein sehr professionell geführter Verein ist und trotzdem stets familiär war und ist. Und es ist auch noch ein Handschlag, was wert ist. In den letzten Jahren ist Holstein Kiel einiges passiert. Es gab Höhen, aber natürlich auch Tiefen. Jeder, der etwas mit dem Verein zu tun hat, hat natürlich einen eigenen Moment, der ihn sehr geprägt hat. Ob nun positiv oder auch negativ. Sie haben auch schon vieles erlebt. Was war so der bitterste und was war der schönste Moment? Es gab zwei bittere Momente, an die ich mich jetzt spontan erinnern kann. Der erste war, ich glaube, es war die Saison 2006, 2007, wo Holstein aus der damaligen Regionalliga, also auf Drittliganiveau abgestiegen ist, nach dem 2:1 in Erfurt, mit 46 Punkten, bester Absteiger ever. Und dann natürlich 2. Juni 2015, Allianz Arena, mehr muss ich dazu nicht sagen. Das Spiel habe ich mir nie wieder angesehen. Ich war im Stadion live natürlich dabei, als Berichterstatter. Das Spiel habe ich mir nie auf Video oder sonst was in der Wiederholung nochmal angesehen. Ich würde heute noch, auf Deutsch gesagt, das Kotzen kriegen. Und die tollsten Momente, da gibt es 7. Februar 2012, DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Borussia Dortmund, war natürlich eine Riesensumme. Rafael Katsios Geburtstag. Dass das Ding dann 0:4 ausgegangen ist, interessiert heute auch keinen mehr. Es war einfach nur toll, als Viertligist damals. Und dann natürlich die Aufstiege, Drittliga-Aufstieg 2013 in Kassel. Da waren auch schon 2.500 Schlachtenbummler mit im Aue-Stadion in Kassel. Und dann natürlich Groß-Asbach 2017, da 18. Mai. Das war natürlich eine Riesennummer mit einer Woche später dann. Große Party hier auf dem Rathausmarkt, da mit ich weiß nicht, 10.000 Leute oder was da waren, super. Und natürlich die Relegation gleich das Jahr drauf gegen Wolfsburg. Man hat ja gedacht, man ist irgendwie im Surrealen angekommen, irgendwo, das ist alles nur noch ein Traum hier. Also man kam aus dem Grinsen ja nicht mehr raus. Aufstiegssaison, eindeutig Aufstiegssaison. Ja, absolut, ja. Mein schönster Holstein-Kiel-Moment ist definitiv der Aufstieg in die dritte Liga gewesen. Das Hinspiel gegen Kassel. Tolle Emotionen, tolle Fans, tolle Stadion. Und das war für mich wahrscheinlich die schönste Erinnerung. Und natürlich
die Verabschiedung durch die Fans bei meinem letzten Spiel mit dem Spruchband, das hat nochmal richtig für Gänsehaut bei mir gesorgt und macht es zu einem der schönsten Momente in meiner Holsteinzeit. Also ich bin, glaube ich, als Achtjähriger irgendwie, ich war Fußball begeistert, habe irgendwie vor dem Haus immer Fußball gespielt, wollte dann einen Fußballverein und dann hat mein Vater gesagt, ich soll irgendwie dann bei Holstein Kiel irgendwie spielen. Damals war das noch nicht so eine Leistungsabteilung. Da sind wir dann irgendwie, durfte ich dann bei Holstein Kiel als erstes auf der Ersatzbank spielen und dann später gab es dann noch irgendwie, glaube ich, eine dritte oder vierte Mannschaft in der E-Jugend. Das war irgendwie auch ganz, ganz spannend. Und da habe ich das dann auch erlebt, dass damals Holstein Kiel mit Imo Stelzer war dann irgendwie in der zweiten Bundesliga. Wir dann, ich glaube, 2 Minuten vor Anstoß bin ich an den Ticketschalter gerannt und wir haben noch 2 Karten für den Steher hinten gekriegt, was jetzt die Gästetribüne ist. Und wir dahin erstmal 2 Bier gesüffelt und in dem Frischaufstiegsbecher Ahoi, zweite Bundesliga. Ich glaube, das war die erste zweite Bundesliga-Saison. Ja. Ja, und stimmt. Und 3-0 gewonnen. Das war für mich Gänsehaut pur, weil das erste Mal durfte ich hier in Holstein Kiel ins Stadion oder möglich gemacht. Ich denke, die Pokalsensation, glaube ich, im ersten Jahr, wo ich hier war, wo wir bis ins Viertelfinale durchgekommen sind, also generell die Spiele an sich, ich glaube dann mit den beiden Aufstiegssaison von der vierten in die dritte, von der dritten in die zweite, glaube ich, sind so meine Highlights, meine E-Punkte bei Holstein Kiel. Insgesamt Spieler rausgestochen haben, also fällt mir so Daniel Jurgeleit ein als Spieler. Das war schon für Kieler Verhältnisse besonders. André Breitenreiter war zur selben Zeit da, Dirk Bremser. Das waren schon gute Leute für damalige Verhältnisse und in der jüngeren Vergangenheit natürlich die Heroen der Aufstiegsmannschaft mit Drexler, mit Duxch, mit Schindler, mit Zichos. Kenneth Kronholm hat hier eine ganze Zeit geprägt mit seinem Charakter, mit seinem Siegeswillen und seiner positiven Art, immer auch nach schlechten Leistungen oder Niederlagen nie den Kopf in den Sand zu stecken, sondern dann immer voranzugehen. Das sind so die prägnantesten Typen, würde ich mal sagen. Und da gab es natürlich den Fußballgott Patrick Herrmann. Was hat ihn ausgezeichnet? Den habe ich natürlich vergessen. Das muss ich natürlich sagen, dass als der damals verpflichtet wurde von Trainer Thorsten Gutzeit, hat er als erstes gesagt, wir kriegen jetzt hier Dynamit auf 2 Beinen her. Und das haben wir dann noch eindrucksvoll belegt bekommen. Eigentlich wollte jeder Trainer, der bis auf Thorsten Gutzeit dann, alle Trainer, die danach kamen, wollten eigentlich immer mal dafür sorgen, dass Patrick Herrmann auf die Bank beordert wird als Backup, weil er in seiner Offensive natürlich ein bisschen Schwierigkeiten hatte oder nicht ganz so glanzvoll war. Aber erstmal ging das nicht, weil er der Publikumsliebling war und zum anderen hat er in der Defensive eben derart gut gespielt, dass er seine offensiven Schwächen gut kompensieren konnte. Patrick hat ja, Tore waren ja nicht so seine Sache. Sein letztes Tor war, wenn ich jetzt mich richtig erinnere, 2012 beim 4:2 in Rheden. Und das war das letzte Tor, sein letztes Pflichtspieltor, was er geschossen hat. Aber ein total guter Typ. Und der zählt sicherlich auch zu den Spielern, die hier Entscheidendes mit bewirkt und geprägt haben. Ja, das ist, glaube ich, also in letzter Zeit
ist, glaube ich, so eine Persönlichkeit wie Kevin Kuhnert. Also ich habe immer eine große Nähe an Torhütern gehabt. In meiner Jugend war das, glaube ich, Imo Stelzer, der mich irgendwie beeindruckt hat durch seinen Kampfgeist. Und er war auch immer eher ein bisschen stämmig. Und das hat mich dann irgendwie schon beeindruckt damals. Wahnsinnsspieler, ne? Also hat sich wirklich in die Herzen der Fans gekämpft vor allem. Das ist, glaube ich, das, was ihn am meisten ausgezeichnet hat. Dass er einfach ja, überall reingeritscht ist und dann eben auch in der Regel fair den Ball gespielt hat, auch wenn er den anderen Elfmeter verursacht hat. Ja, aber einfach diese Kampfschwein-Mentalität, das kommt natürlich bei den Fans super an. Und dass man das Gefühl hat, egal was hinten passiert, egal wer pennt, er ist da und kriegt den Ball noch in der Linie. Bei jedem Spiel heute ist Patrick Herrmann Fußballgott. Was ist das für ein Gefühl, was es so auslöst, wenn die ganzen Fans seinen Namen rufen? Das war immer schön. Ich werde auch Kiel natürlich immer in Erinnerung behalten. Und ich denke auch, das habe ich ja auch in der Stadionverabschiedung gesagt, nur weil ich jetzt in Darmstadt spiele, dass ich nie wieder zurückkommen werde oder so, sondern ich denke ja schon, dass ich nach dem Fußball, so sind meine Planungen, dann wieder nach Kiel kommen werde. In welcher Art und Weise, vielleicht darf ich sogar irgendwann nochmal das Kiel-Trikot tragen, das weiß man nicht, das ist noch alles Zukunftsmusik. Der Charme hier, dass es hier ein Bratwurst ist, dass man hier nicht komfortabel irgendwie in VIP-Logen und Hummerschwänze zu sich nimmt, sondern dass es hier noch eine ehrliche Bratwurst gibt und ein Bier. Durch die neue Tribüne hat das Ganze natürlich auch jetzt ein bisschen stimmgewaltigeren Charakter. Das macht die Sache schon ganz rund. Nichtsdestotrotz, das ist das, was den Charme ausmacht. Wirtschaftlich betrachtet geht das natürlich nicht mehr heutzutage. Deshalb wird das Stadion über kurz oder lang auch auf Erstliga-Zuschnitt umgebaut werden. Ob das dann noch genauso charmant ist wie jetzt, das wird sich dann zeigen. Aber wie gesagt, Logen müssen her, um Geld zu verdienen. Und das Fassungsvermögen muss irgendwann auch ein bisschen höher werden. Deshalb wird darum kein Weg darum herumgehen. Aber man wird sich immer an diese alte Blechbude hier erinnern. Und ich habe hier auch Spiele gesehen vor 300 oder 400 Zuschauern. Kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Das war natürlich dann, und da gab es auch die neuen Tribünen noch nicht. Das war dann schön windig und schön zugig. Das schon, dagegen ist das Stadion jetzt in diesem jetzigen Zustand schon ein Quantensprung. Und in 4-5 Jahren werden wir hier dann für Kieler Verhältnisse ein Palazzo Prozzo haben. Das Besondere für mich am Holsteinstadion ist, dass es ein total ehrliches Fußballstadion ist. Es erinnert so an die frühen englischen Fußballstadien mit einer geilen Stimmung, mit einer Atmosphäre, die Spaß macht auf Fußball und natürlich einer tollen Stimmung auf den Rängen und seit neuestem natürlich auch Fischbrötchen. Ja, die Menschen sind einfach mega geil. Also wie gesagt, ich bin hierher gezogen jetzt vor ein paar Wochen und für mich war so, jetzt muss ich als Einstieg muss ich ins Holsteinstadion. Ich bin sofort richtig freundschaftlich aufgenommen worden. Wir haben zusammen Bier getrunken und einfach alles gefeiert. Es war einfach geil. Ne? Gut, wir haben gewonnen und alles cool. Das Besondere am Holsteinstadion ist, glaube ich, dass es einen sehr alten Charakter, einen eigenen Charakter mitbringt. Es wurde jetzt zwar für die zweite Saison natürlich modifiziert, plus dass eine neue Tribüne hinzukam. Allerdings habe ich, glaube ich, immer das Gefühl gehabt, dass keine Mannschaft in der Liga gerne zu uns kam, weil halt alles ein bisschen kleiner gehalten wurde. Genau, ich glaube, das spricht, glaube ich, für sich. Ja, es zeichnet so ein bisschen das Stadion auf, dass es unfertig ist, die Tribüne ist noch ein bisschen tatsächlich historisch. Wir sind nicht so perfekt wie andere und das finde ich eigentlich ganz gut, dass wir noch, wenn wir so einen Baustellencharakter haben, aber trotzdem eine sehr motivierte Mannschaft und nicht irgendwie Star-Allüren und auch Druck. Wir sind jetzt ja schon einige Jahre in der zweiten Bundesliga und wenn man da in andere Stadien guckt, das ist sehr, sehr perfekt und mittlerweile, glaube ich, ein Verein, der sich tatsächlich auf das Sportliche, auf das Wesentliche konzentriert und nicht irgendwie etliche Star-Allüren hat. Ganz ursprünglich wurden wir mal gefragt von der damals Fanvereinigung Subside, ob wir nicht Bock hätten, da was zu machen, weil Holstein gerade eine neue Hymne ausgeschrieben hatte. Und wir erstmal so... Ja, mal sehen, mal gucken. Klingt nach Arbeit, Tendenz eher so zu Nein halt. Ne? Und ja, letztendlich kam dann nachher der Aufstieg.
Wir durften mitmachen bei der Aufstiegsfeier. Wir haben gespielt dann nachher im Max und merkten, okay, da ist sehr, sehr viel Wärme, die uns da entgegengebracht wird. Vielleicht machen wir doch noch mal ein bisschen was. Und ja, dann haben wir einfach mal angefangen, so Ideen zu sammeln. Und dann kam der berühmte Stromkasten hier, ne? Genau, das habe ich ja schon mehrmals erzählt. Also ich bin mit dem Hund unterwegs gewesen im Kieler Osten und da stand ein Stromkasten, auf dem stand dann drauf gesprayt Kiel, eine Liebe. Und das war für mich so die Inspiration für den Refrain. Und der Rest kam dann von ganz alleine. In die Farben, blau, weiß, rot, in deine Jungs, welche Farbe ich auf, an welchem Gott du auflaufst, bist du arm oder reich? Kurz vor der Klein, als Mensch erschien in der Sache vereint. Keine andere Stadt, keine andere Liebe, kein anderer Kreis, nur Holstein. Yeah!